gegenüber des Kanzleramts, das Paul-Löbe-Haus, Büro- und Ausschusssitzungsgebäude des Bundestages. Besuchen kann man es nach Voranmeldung in Gruppen oder auf Einladung seines Wahlkreisabgeordneten. Werkhalle der Demokratie haben die respektlosen Berliner das Gebäude mit seiner gigantischen Wandelhalle getauft. 8 Stockwerke, 23 Meter hoch. Schwindelfrei sollte man schon sein, wenn man beim Bundestag arbeitet. Ein Architektentraum in Beton gegossen. Ich halte Beton für das edelste Material in der Architektur. Es ist das am schwersten zu verarbeitende. Es ist auch, wenn man es wirklich gut machen will, die teuerste Materialität, die man umsetzen kann. Es ist halt wahnsinnig schwer, guten Sichtbeton zu machen. Aber wenn es dann gelingt, hat es etwas, was kein anderes Material schafft. Eine starke innere Plastizität und Kraft, eine sozusagen monolithische, pulsierende Skulpturalität. Und das Gebäude ist eine große begehbare Skulptur aus einem Guss. Das Gebäude ist wirklich aus einem Stück ohne Dehnungsfugen gegossen. Nicht an einem Tag, sondern in vielen Jahren. Aber das ist schon was Besonderes und das sollte es auch sein. Eine große öffentliche Skulptur. Nord. 200 Meter lang zieht sich das Paul-Löbe-Haus bis zur Spree und setzt sich am Ostufer fort im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus mit der Bundestagsbibliothek. Die Spree ist das größte Geschenk hier. Ich denke, es gibt kein zweites Gebäude oder keinen zweiten Gebäudekomplex auf der Welt, durch den ein Fluss fließt und wo man die Möglichkeit hat, beide Ufer des Flusses zu bebauen, und zwar als architektonische, städtebauliche und skulpturale Einheit. Und diese Situation ist insofern einzigartig in Berlin. Hier ist es ja auch noch die Überbrückung der Ost-West-Grenze. Hier lief die Mauer. An dieser Stelle sind besonders viele Menschen ums Leben gekommen, weil sie gehofft hatten, durch die Spree fliehen zu können. Die Spree, wo die Mauer über 80 Meter unterbrochen war. Aber sie sind dann eben im Wasser schwimmend erschossen worden. Insofern ist diese Stelle eine besonders tragische Stelle der deutschen Geschichte. Und auch diese Symbolik dieser Situation hat mich natürlich enorm erregt, ja, und gibt dem Ort eine ganz besondere Aura. Brückenschlag über die Spree, Verbindung zwischen West und Ost. Was heute ein Spaziergang von wenigen Sekunden ist, haben noch vor gerade mal 20 Jahren Menschen mit ihrem Leben bezahlt. So sind die Gebäude am Spreebogen auch ein Ort des Gedenkens.